Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 28. November und schon wieder ein Tag, wo wir wegen schlechter Luftqualität nicht zu unserer Finca können, weil die Zufahrt gesperrt ist. Wir sind heute allerdings erst gar nicht hingefahren. Ich habe das schon gleich gelesen. Das Cabildo twittert das immer und da habe ich schon gleich gelesen, dass es heute nicht möglich ist. Stand ja gestern auch da, aber ich habe Bekannte, die sind heute Morgen hingefahren. Da habe ich dann erstmal abgewartet, was die sagen. Und die haben dann auch gesagt, also sie sind nicht reingekommen. Also heute sind die umsonst gefahren, gestern sind wir umsonst gefahren. Ja, schon wieder auf morgen verschoben und mal schauen, ob wir morgen reinkommen. Ja, aber deswegen zum Vulkan. Ja, jetzt hier mal im Schnelldurchlauf sieht man deutlich, dass hinten wieder Aktivität, also in dem kleineren Kegel wieder Aktivität ist. 6 neue Emissionspunkte haben sich dort aufgetan. Das heißt, 6 Schlote, aus denen Lava läuft, haben sich an der Nordseite aufgetan. Ja, das ist natürlich wirklich eine brutale Sache. Der Hauptkegel macht jetzt im Moment fast gar nichts mehr. Das war ja derjenige, der gestern Abend ordentlich Lava gespuckt hat und Fontänen oder auch Flammen geworfen hat. Jetzt ist hinten im Norden an dem kleineren, der gestern nichts gemacht hatte, der Teufel los, wie man sieht. Also da spritzt es hoch, die Lava läuft raus und sie nimmt leider ja jetzt nördliche Wege Richtung Norden und ja, wird sich an den nördlichen, sie fließt jetzt erstmal nur Richtung Norden, macht aber dann wieder einen Knick nach Westen. Hat schon an der Seite auch einige Häuser wieder zerstört und könnte jetzt schlimmstenfalls den Lavastrom, der bei La Laguna steht, den nördlichsten, wenn sie da entlang läuft, wieder in Bewegung setzen. Das wäre natürlich absolut nicht gut. Also alle hoffen jetzt natürlich, dass sich dieser neue Öffnungs- oder diese neuen Öffnungspunkte, es sind ja mehrere, sich so verhalten wie vor ein paar Tagen dieser südliche. Das waren auch 2 Öffnungen, nicht nur eine, das waren 2 nebeneinander liegende Öffnungen, die ja dann auch am nächsten Tag schon wieder geschlossen waren. Alle hoffen jetzt natürlich, dass die sich auch wieder schließen werden, diese 6 neuen Öffnungspunkte im Norden, also Nordosten. Da gab es ja diesen kleineren Schlot, der auch mal eine Zeit lang sehr gespuckt hat, dann wieder nichts mehr gemacht hat, dann kamen nur weiße Wolken raus und jetzt ist der extrem aktiv. Der Tremor-Siegel ist auch ziemlich wieder in die Höhe gegangen. Es gab 91 Erdbeben, aber keine großartig spürbaren, also jetzt nichts, wo die Schränke wackelten oder was man besonders gespürt hat. Die Deformation an der LP03, an der Messstation für die Bodenerhebung, die war ja in den letzten 2 Tagen um 7 cm angestiegen. Das ist jetzt wieder zurückgegangen. Klar, jetzt ist der Druck draußen, jetzt kommt hier alles raus, jetzt ist die Deformation wieder zurückgegangen. Jetzt droht zusätzlich auch noch der Nordhang des Vulkankegels eventuell einzustürzen. Das wäre natürlich fatal, weil dann eine riesige Menge Lava aus der Kegel, da bildet sich ja immer so ein Lavasee, sich ergießen würde. Also diese Gefahr ist durchaus da. Im Moment läuft diese ganze Lava, die sich unten zu einem einzigen Strom vereint, in ungefähr mit 6 Metern pro Minute voran, entlang des Nordwesthangs bei Tacande. Das kann für La Laguna schlecht ausgehen. Ja, die Schwefelwerte haben sich auch wieder, also die Schwefeldioxidgehalt hat sich auch wieder sehr erhöht, bis zwischen 30 und 40.000 Tonnen jetzt am Tag sind angegeben, obwohl wir ja wissen, dass sich das sehr schwer messen lässt. Ja, hier sieht man ihn, wie er hinten und spritzt und vorne kommt weißer Rauch raus und ich denke mal vorne, wo der weiße Rauch ist, auch da läuft noch Lava entlang zwischen den beiden Montañas und richtet auch dort weiter Zerstörungen an, denn dort sind direkt an der
Nördlich von der Montagna Todocke sind noch ein paar Häuser stehen geblieben und da füllt sich jetzt auch so nach und nach alles auf. Und da gehen auch noch ein paar weitere Häuser und Bananenplantagen drauf. Ja, bei den starken Regenfällen kann man auch noch fürchten, dass es nach wie vor zu Rutschen kommt. Aber bis jetzt ist das nicht passiert und die stärksten Regenfälle sind vorerst auch vorbei. Aber beim San Juan, der 1949 ausgebrochen ist, da gab es 8 Jahre später bei starken Regenfällen einen solchen Rutsch, noch 8 Jahre später, wo die gesamte Asche, die Vulkanasche, in einer Art Schlammlawine runterging. Und das hat 26 Menschen das Leben gekostet. Und deswegen wird jetzt versucht, oberhalb davon einen Ablauf, also oberhalb des Vulkans einen Ablauf zu finden oder zu graben, wo das Wasser runterlaufen kann. Bei starken Regenfällen, dass es sich nicht irgendwo staut, seine gewohnten Wege nicht mehr fließen kann, weil ja da alles versperrt ist jetzt und dick mit Vulkanasche belegt ist, dass da nicht sich das Wasser anstaut und dann in einem Schwall irgendwann alles mit runterreißt. Da wird jetzt auch Vorsorge getroffen, damit das nicht dasselbe passiert wie 1957, als dann 8 Jahre nach dem Vulkanausbruch vom St. Juan nochmal 26 Menschen sterben mussten. Hier sieht man deutlich die zwei Lavaströme. Zwei sind es da nur noch, die sich wohl vereint haben, die jetzt diesen Nordhang von Tacande runterlaufen. Thank you.